Ich habe inzwischen die Blitze mehrfach dupliziert und alle Einstellungen in Skripten vorgenommen. Es fehlt uns nur noch das Skript für das Raumschiff. Wir wollen das so programmieren, dass das Raumschiff "Du bist bald da" sagt, wenn Terra eine bestimmte X-Koordinate auf der Bühne überschritten hat. Ob dieses Überschreiten stattfindet, muss ich mit der Schleife wiederhole fortlaufend überprüfen. In diese Schleife kommt das Ereignis, falls die X-Position von Terra größer, zum Beispiel 25 ist, dann und als Folgeanweisung soll dann der Befehl "Sage, du bist bald da" für 2 Sekunden angezeigt werden. Das heißt, ich ergänze "falls dann" in die Wiederholungsschleife. Vergleichsoperator. Falls die X-Position Terra größer 25 ist, dann soll das Raumschiff sagen, du bist bald da. Mit dem Erfüllen von bestimmten Figureigenschaften wie X- und Y-Koordinaten oder die Ausrichtung kann ich weitere Ereignisse im Programm auslösen. Ich teste nun das fertige Programm. Und bin gescheitert. Ich starte das Programm neu. Und habe es geschafft. Eine kleine Schwäche ist, dass ich nach dem Befehl "Stoppe alles" trotzdem noch mit den Tasten die Figur weiter steuern kann. Im Verlauf des Seminars werden wir Möglichkeiten kennenlernen, um eine Bewegungssteuerung nach einer Kollision zu verhindern. Das Programm wäre nun noch weiterbar durch eine Oben-Unten-Steuerung der Spielfigur Terra.